Herzlich willkommen zurück zum WoW Race. Jawohl. Wir werden jetzt ins Steinkrallengebirge gehen und dort mal ganz fix 55 Quests machen. Ich habe jetzt eine Taktikänderung hier schon angelegt, wie in der letzten Folge angekündigt. Ja. Wir werden jetzt Speed leveln bis Level 60, ganz fix mal die Quests durchmachen und danach die Berufe leveln. Dann haben wir nämlich das Flugmount, hoffe ich zumindest. Und können dann schneller Kräuter sammeln, unter anderem vielleicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe es, dass es dann vielleicht schneller geht. Also Kräuter und sowas nehmen wir alles mit. Archäologie-Dinger nehmen wir mit. Aber Angeln und so einen Schrott machen wir nicht. So. Ein Steinkrankgebirge. Was hast du für eine Quest? Schlingerntal. Nope. Lady? Nope. Ach komm, lass mich hier drin. Dann gehen wir ins Steinkrallengebirge. Na. Und dürfen das ab jetzt nicht mehr verlassen. So. Ja, das Steinkrallengebirge. 1, 2, 3, 4, 5 Flugpunkte. 55 Quests. Ich habe das einmal als Horde durchgespielt, das neue. Und muss sagen, das war ganz angenehm. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Da wahrscheinlich dann. Denn es hat hier quasi... Auf der Seite konnte man hier Level steigen. Also im Gebiet eigene Level. Wie kommen wir da hoch? Hä? Ja? Moment. Sprecht mit keinem Fall am Vollpfosten im Steinkreimgebirge. Nach der Fahne, verdammt, wir brauchen so geschickt, kaum, dass ich die Nummer frei zu klingen. Hier kommt dann helfen die großen Blöden, Horne, die Goblins, so kommen die Goblins, bla bla bla. Cool, also, ich bin nur sehr, Luft, da mein Heckenschützengewehr auf Vordermann zu bringen. Wenn sie benutzen keine Schusswaffen, du selbst einen Gefallen und helft ihnen, okay? Er findet sie im Süden von hier. Okay. Interessant. Wie komme ich da hoch? Hallo Lady? Bin ich da jetzt den falschen Weg rein? Muss ich da drüben rein? Es tut mir gerade leid, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Da drüben kommt jetzt gleich wieder das. Ich gucke jetzt nur einmal ganz kurz nach, ob es da drüben nochmal einen Weg gab. Weil hier ist so ein Tor. Ich glaube, da hätte ich nämlich durchgehen müssen. Hier hätte ich hoch müssen. Shit. Aber das war jetzt, ich sag mal, mein erster Fauxpas. Vefsera ist ja, glaube ich, schon in der 10. Folge nochmal zurück im Wald von Elvin. Deswegen passt das. Noch. Das war ja jetzt doof. Warum sind denn die da oben? Was soll denn der Scheiß? Ja. So. Luftverteidigung! Luftige Höhen. Ach, ich muss die dann nochmal abschießen. Ah ja, fies. Das ist ja okay. Das ist ja gemein. Wer hat sich denn die Quest hier ausgedacht? Das tut man doch nicht. Der einzige da unten ist im Leichensack. Okay, ich muss hier ins Eschental zurückkehren. Ja, gut. Also wenn ich von der Quest her da zurück muss, sonst kriege ich keine neue Quest.
Dann ist es halt so. Es gefällt mir nicht, dass ich jetzt wieder ins Eschental muss. Oh Mann. Was führt euch hierher? Ja. Muss ich die Quest hier auch wieder abgeben? Warum kriege ich hier wieder eine neue Quest? Willkommen! Hinfort, hinfort. Ach, die gebe ich auch hier wieder ab. Ist das jetzt hier quasi der erste Quest-Hub? Das ist ja voll blöd. Also, das muss ich schon sagen. Aber da werde ich mit ihm reden. Die Quests sind halt Steinkrankgebirge, wenn ich sie da abgeben muss. Ja. Da sage ich ihm zwar, dass das so nicht geht. Dass das nicht schon in Ordnung so. Aber. Ja, was soll ich jetzt machen? Das ist ja voll dumm. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Ah. Ich gebe hier die Quest ab. Okay. Vorräte der Kriegsfamilien anzünden. Okay. Das ist aber jetzt Questgebiet hier. Also von der Horde selber. Verbrenner der KK soll ich töten. Na gut. Ja, wie ich bin. Du bist ja aus der Reichweite. Mich verarschen. Kann ich dich anzünden? Das ist zu weit. Nee. Okay, ich glaube, ich sollte euch normalerweise mit irgendwas anderem töten, oder? Ich bin mir nicht sicher. Na gut. Das kriegen wir hin. Also bei der Horde steigt man hier, glaube ich, Ränge. Von Späher, Grunzer bis hier, keine Ahnung, Kriegsfürst oder irgendwie so. In dem Gebiet hat man da oben hier immer so einen extra Buff. Mal gucken, ob es bei Allianz genauso ist. Das wäre interessant. Ach, warte mal, Ölkanister. Das ergibt natürlich mehr Sinn. Wenn ich Schaden auf die Ölkanister mache. Anstatt die Verbrenner direkt anzugreifen. Das ist zu weit entfernt. Bumm. 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 Ich habe keinen. Das ergibt natürlich mehr Sinn. Ist natürlich blöd, wenn sie Ölkanister dabei haben. Aber was erwartet man von Goblin-Erfindungen? Sind meistens eh für einen mehr gefährlich als für andere. So. Dann der nächste. So. Ja, ja. So. So. Ja, ja. So, mach mal den Ölkanister noch kaputt. So, dich töten wir so. Und auf dich machen wir das. Dann geben wir mal kurz die Quest ab und bekommen hier eine Axt, die wesentlich besser ist als unsere Schredderklinge. So. Ah ja, und dann dürfen wir nach unten. Okay. Alles klar. Ich bin außer Reichweite. Zack, zack. So. Bumm. Bumm. Gut. Gib mir dich. Und eine noch, das wärst dann du.
So. Na komm. Oh, der lebt noch. Komm. Lebte noch. Gebe ich die Quest bitte auch da vorne ab? Jawohl. Dann auf zum Questpunkt. Geh weg. Ja, hau doch zu, du Sack. Mir egal, ich hab einen Gnomcore da am Rücken und einen Flammenwerfer. Können mich alle mal. Nimm die Blumen noch mit. Sonst fühle ich mich nicht als wirklicher Kräuterkundler, wenn ich hier irgendwelche besonderen Kräuter liegen lasse. Denn ich glaube, die Kräuter sind hier drin in dem Gebiet sowieso rar. Ja, das Steinkrankgebirge. Als Horde gingen wir, glaube ich, hier so rein und dann war hier der Sonnenposten. Und hier waren nur Goblins von der Venture & Co. Company oder irgendwie so. Oder Venture Company, nicht Venture & Co. Company, sondern Venture. Egal. Hier ist die Bombe. Ja, habt euch gut versteckt. Muss ich schon sagen. Ihr habt euch echt gut versteckt. Feinde getötet, dazu blaues Erz. Okay. Ich glaube, da war gerade dazu blaues Erz. Na dann. Zack. 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 So. Nehmen wir Erz. Bumm. Ja. Also ich muss sagen, von den Quests her, also von dem Tempo her müssten wir hier eigentlich relativ gut durchkommen. Denn die Gegner sind halt, also wir sind ziemlich überlevelt. Er hat sein Erz irgendwo weggepfeffert. So ein Sack. Hopp. Hopp. Ich habe kein Ziel. Tschau. Patsch. Zack, zack. Bumm. Und dann bist du der Nächste. Zack. Oh, das läuft schon ganz gut. Ich werde mir jetzt mal den Leinenstoff und Wollstoff werde ich mir jetzt auch aufheben. Aus Gründen des Geldmaximierens. Ach du. Ah, okay, du hast das nicht so weit weggepfeffert. Das ist schön. Denn ich glaube, ich kann die Stoffe doch relativ gut im Auktionshaus noch verkaufen. In so 5er oder 10er Stacks müsste das eigentlich noch funktionieren. Ja, mal hier lang. Oh ne, lässt du das Erz bitte da? Danke. Ja, ja, du schrei du ruhig. Dein Befehlsruf, der hilft dir jetzt auch nichts. Ein Präzisionsbogen. Ich habe diese Vorlage noch nicht gesammelt. Dann tun wir doch das jetzt. Denn ich will so viele Vorlagen, wie es mir geht. So. Zack. Au. Mann. Okay, dann gehen wir in den Modus und machen Sport an und Sport mal fix nach draußen. Und geben die Quests nochmal ab. Zack, zack, zack. Denn wir sind ja Schurke. Wir sollten ja irgendwann mal von unserer Schurkenfähigkeit Gebrauch machen. Seid gegrüßt. Ja, ja. Info. Alles klärchen. Hallo. So. Okay. Und dann gehen wir. Verstohlenheit, eine Halskette, die legen wir gleich mal an. Das ist jetzt innerhalb der Höhle. Bringt nur Arbeit zum Mixen.
Steinkrangebirge. Das ist die Mine hier, also der ist hier drin. Und wir hören, würde ich sagen, hier drin jetzt auch auf. Und zwar, hier hören wir jetzt auf und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Tschüss. Tschüss.